Falls ich es nicht wusste, ich bin ja ein großer Nick P-Fan. Hab fast alle Alben. Hat er mehrere Alben? Hoffentlich, ja. Nein, aber wirklich, ich kenne keinen Liedermacher, der meine Gefühle so gut ausdrücken kann wie Nick. Es ist fast so, als ob er in meinem Kopf sitzt und meine Gedanken lesen könnte. Vor allen Dingen zu Weihnachten. Und da macht er dann einfach ein Lied draus. Genial. Feierabend, wir wollen nach Haus. Meine Frau, der Hund und ich. Und das ist ein Lied? Das ist kein Lied, der beschreibt einfach, was er macht. Du bist bei den Schwiegereltern und denkst, oh, jetzt will ich aber langsam mal nach Haus. Meine Frau, der Hund und ich. Wenn es so einfach ist, Wolfgang, warum machen wir nicht einfach mal, warum machen wir nicht einen Schlagerhit? Da können wir richtig. Ja, weiß ich nicht. Die Sendung ist gleich aus. Und wir beide fahren zu Santa Claus. Wir nehmen den Typen aus Torgau mit. Denn er hält mit uns Schritt. So! Oder? Dann machen wir dann noch eine instrumentelle Version, was unpluggig ist, und dann irgendwann die Dance-Version. David Guetta wird damit reich und wir verdienen mit. Ist doch geil. Ganz einfach. Ist doch gar nicht so schwer, liebe Leute. Ja. Der könnte natürlich schön was mit dem, wenn man sich das Lied anhört. Ich finde, Nick P. sollte mal was mit Roland Kaiser zusammen machen. Ich hätte auch schon einen Titel. Du, deine Freundin, deine Frau, der Hund und ich. Das wäre der Hammer. Das würde ich mir sofort runterladen. Wir bleiben noch kurz bei der Musik. Wir bleiben kurz bei Musik, weil ich habe in der Hessenschau was Schönes gefunden. Und zwar, Sie kennen es wahrscheinlich, Geldautomaten sind ja im Moment beliebtes Ziel bei Diebesbanden. Und es gibt jetzt ein neues Sicherheitssystem. Als ich das gesehen habe, habe ich sofort gedacht, das ist es. Es dauert nur wenige Sekunden, dann ist der Weg zum Geldautomaten frei. Doch was jetzt kommt, damit rechnen die wenigsten Täter. Das Ziel? Den Täter eigentlich erst gar nicht bis zum Geldautomat kommen zu lassen. Die Volksbank in Langönz will so ihr neues Präventionssystem testen. Innerhalb von 4 Sekunden hat sich der Raum mit 200 Kubikmetern Nebel gefüllt. Das Stroboskoplicht soll zusätzlich noch gegen Nachtsichtgeräte helfen. Meine Damen und Herren, das sieht aus wie eine stinknormale Nacht im Bergheim. Oder? Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass irgendein Typ mit einem Klickenlicht und weißen Handschuhen da. Vielleicht ruft er noch romantische Fische oder sowas. Das Sicherheitssystem hat sich garantiert irgendeine Großraumdisco ausgedacht. Ja? Wobei ich ja auch sagen muss, ich bin kein Fan von halben Sachen. Wenn ihr schon sowas erfindet, dann macht's bitte richtig und zwar so.